Firma Hauke Hummel, 30 Jahre. Vielen Dank an meinen Kollegen für die Glückwünsche.
Ja, ich habe mit der Mannschaft immer gefragt, dass ich möchte, dass wir vorne aufgehen, dass wir aktiv sind, dass wir versuchen, hinter die Kette zu kommen, dass wir wirklich möglich spielen mit viel Spaß. Ich möchte mit einer jungen Mannschaft arbeiten, die an das Fußball spielen, die ins Gegenpressen kommt und wirklich versucht, Tore zu schießen. Und ich denke, wir haben ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen, aber ich glaube, man hat dann schon gut gesehen, für was wir gehen wollen, was wir umsetzen wollen. Natürlich haben wir ein, zwei Abstimmungsprobleme, das ist nur irgendwo normal. Ich arbeite ein bisschen das Gegentor, kurz vor der Halbzeit. Ich glaube, da war auch ein Abstimmungsproblem. Aber die Antwort, die wir von der Mannschaft in der Halbzeit haben, überragend. Ich habe immer gesagt, der Weg heute und das Spiel und der Sieg gehen nur über die TSG. Und ich sehe es ein kleines bisschen anders, wie mein Trainerkollege. Ich fand, das zweite Tor war von Justin Schulze überragend. Das war Qualität, das war auf engstem Raum mit seiner Dynamik, mit seiner Technik und dann diesen Abschluss. Manchmal ist es auch irgendwie einfach sehr gut gemacht. Und wenn ich sehe, meine beiden Stürmer heute, die Leute auf mich zukommen, genau das ist der Weg für die jungen, entwicklungsfähigen Spieler. Die haben sich weiter gelohnt, sie haben weiter gutes Spiel gemacht. Und ich kann meiner Mannschaft hinten raus noch ein großes Kompliment machen, wie sie bei der Wärme gekämpft haben. Ich hätte uns, wenn wir das dritte nicht machen, zum Zeitpunkt, 10 Minuten vorher nicht beschweren können, wenn wir noch den Auftrag bekommen haben, weil wir es nicht verstanden haben, die letzten Pässe, die letzte Aktion zu Ende zu spielen. Aber es gehört manchmal auch ein bisschen Glück dazu und die Jungs haben das Glück heute erarbeitet. Und ja, für mich ist es ein verdienter Sieg, ein schöner Einstieg, aber ich kann das ganz klar reflektieren und bin weiterhin demütig, dass das der Erfolg der Mannschaft ist, der Erfolg des Vereins mit den Ideen von mir in der ersten Woche. Regenerieren, Fokus ab Dienstag wieder hochheben und weiter mit der Mannschaft arbeiten, weiter alles kennenlernen. Vielen Dank für den schönen Tag. Alles Gute an Trainer gesehen, das wollen Sie da sehen und allen, die ich heute nicht nochmal sehe, das war ein schönen guten Abend. Dem ist nicht dabei, wahrscheinlich ein sehr, sehr